Liebe Simulweltfans, ich heiße euch willkommen und heute geht es nur am Rande um Simulation direkt. Es geht darum, dass ich letzte Woche den Let's Player John Myers begleitet habe bei einem Termin beim Förderverein für krebskranke Kinder und Jugendliche in Bonn. Und zwar haben wir schon mal vor ein paar Wochen über seine Aktion berichtet, bei der er 1 Million Kilometer im Eurotruck Simulator 2 fahren wird. Und pro 50 Views auf seine Videos im YouTube-Kanal spendet er 2 Cent direkt an die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel und es wird auch noch einige Zeit dauern. Deswegen hat sich John auch andere Ideen einfallen lassen, wie er nebenbei die Deutsche Kinderkrebsstiftung unterstützen kann und zu Spenden aufruft. Im Dezember letzten Jahres hat er zum Beispiel einen 24-Stunden-Livestream veranstaltet mit anderen Mitspielern, den er dann über Twitch gezeigt hat. Dort hat er dann den Eurotruck Simulator 2 Multiplayer-Modus gezockt und hat währenddessen die Zuschauer aufgerufen, für die Aktion Pieksekiste zu spenden. Bei dieser Aktion Pieksekiste geht es ihm darum, dass die Kinder, die in Behandlung sind in der Klinik, krebskranke Kinder, einen etwas schöneren Aufenthalt haben und ihre Behandlung nicht ganz so schrecklich ist. Einige von euch kennen das vielleicht noch von früher, wenn man beim Arzt war und eine Spritze bekommen hat, durfte man sich danach zur Belohnung ein kleines Spielzeug aus einer Kiste aussuchen. Genau das hat John ermöglicht. Er hat von den Spendengeldern unter anderem 700 Spielzeuge gekauft, die er dem Förderverein zur Verfügung gestellt hat und eben bei dem Termin überreicht hat, wie ihr gleich sehen werdet. Der Förderkreis in Bonn ist dazu da, um die Familien zu unterstützen von den krebskranken Kindern. Das heißt, wenn die Kinder in Behandlung sind in der Klinik, dann bietet der Förderkreis an, dass die Familien in dem Gebäude des Förderkreises unterkommen können, dort wohnen können während der Zeit. Das Ganze ist für die Familien sogar umsonst, weil sich der Verein ausschließlich durch Spendengelder finanziert. Im folgenden Clip könnt ihr dann sehen, wie wir Frau Diek und Frau Bode vom Förderkreis trafen und wie John seine Spenden in Form von Spielzeugen erstmal übergibt. Also, 700 Teile Spielzeug Danke. für die Station bei euch. Plüschtürchen am meisten natürlich, das sind 100 Ja, Stück. ja. Alle einzeln verpackt, weil wegen Hygiene und so. Ja, Da hat, perfekt. ja genau, also da, Da ich hoffe, freue dass ich das mich so drüber. passt. Das ist ein bisschen zweite Beute. Und dann natürlich Operation Pieksekiste, da muss natürlich viel Zeug rein. Ah, sehe ich schon. Ja, Schlange. Vampirzähne Ja. drin, stimmt. Vampirzähne, dann so Plastiktiere, Ja, Schmetterlinge, ja. Spinnen, da können uns dann die Schwestern ärgern, wenn sie sich irgendwo hinsetzen. Genau. Und natürlich Schlangen. Ich selber habe mich so gefreut, wo ich das bekommen habe und ausgepackt habe. Da gibt es ein Video auf YouTube, wie ich da gestrahlt habe. Ja, und dann Spinnen halt, dann Wasserpistolen. Ich weiß natürlich nicht, ob das erlaubt ist. Dein Reisen. Und alles so Sachen halt. Funktioniert das? Also da kommt Wasser rein und dann kann man drücken und dann kann man Ja, das das ist ja, das ist ja eine Menge, die ist vertretbar. Ja, genau. Dann. Vielleicht kann auch jemand von Ihnen ganz kurz was zu dieser Aktion sagen. Die Aktion Ach ja, die Pieksekiste. Operation Pieksekiste habe ich gemacht vom 5. auf den 6. Dezember und war eigentlich der Plan, Geld zu spenden, also Spenden aufzurufen quasi, für Spielsachen für die Kinder. Und Geld für den Förderkreis und den Familienförderkreis hier in Bonn und dann natürlich für die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Ja, und ja, die Hälfte davon gehen in die Spielkiste rein Wie viel war das? und 213 Euro. Mhm. 104 Euro gehen dann noch an die Deutsche Kinderkrebsstiftung und an 104 Euro gehen hier ins Haus vom Förderkreis. Okay, super, danke. Genau. So, und da kann man so kleine Viecher zusammenbauen. Also, da ist auch so ein Fuß drin. Das habe ich einfach gesehen und gesagt, hey, komm, kauf mal das. Also, irgendwie so Ja. Flöte oder irgendwas. Also, ich weiß ja selber nicht. Flugzeuge. Also, ich glaube, da ist genug dabei. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Auf Genau. jeden Fall. Genau. Super. Das ist, und alles einzeln verpackt. Das ist entscheidend. Genau. Das ist sehr wichtig. Sehr schön. Genau. Super. Toll. Ja, super. Vielen Dank. Bitte, bitte. Das Und richten Sie schöne Grüße an die Kinder aus. Mache ich. Die sollen Spaß haben mit der Wasserpistole. Wow, 213 Euro hat John nur für diese 700 Spielsachen ausgegeben. Und Frau Diek war sichtlich erfreut. Die restlichen Gelder, zum einen 104 Euro, gehen direkt der Deutschen Kinderkrebsstiftung zu. Die wird John dann im Rahmen der Gamescom zusammen mit seinen Erlösen aus der großen 1 Million Kilometer Aktion offiziell überreichen.
darüber werden wir nochmal berichten. Die anderen 105 Euro, die auch während des Livestreams zustande gekommen sind oder gespendet wurden, überreicht John jetzt im folgenden Clip der Frau Diek, die Vorsitzende des Fördervereins. Sie von mir noch das Geld, 104 Euro an Spenden. Super. Und dafür die Rechnung, da bräuchte ich auch für die Spiegelsache von 213 Euro. Und dazu, ja, genau, genau, super, genau. Und dann, Moment, wir nehmen das Geld. Da ist das Geld, bar. Machen wir 105, das passt schon. Danke, das ist toll. Ganz herzlichen Dank an alle, die damit mitgeguckt haben. Ja, nicht nur gucken, sondern auch die, was mitgespendet haben. Herzlichen Dank. Dazu, ja. Und auch an alle, die mitgefahren sind in der Nacht. Ich glaube, wir waren stellenweise über 20 Leute. Hier sogar der Mann, ja. Und über 20 Leute waren. Also wir hatten sehr viel Spaß, die 24 Stunden. Nächste Spendenprojekt steht an und ich bedanke mich schon mal für alle, die mich weiterhin begleiten, die 1 Million Kilometer. Wir sind jetzt bei 60.000 Kilometer. Ein langes Stück. Und ich hoffe, ihr habt mir eine Freude gemacht hier und auch den Kiddies. Und ja, super. Es ist echt, boah, ich fühle mich jetzt gerade voll. Super. Ja. Sehr schön. Das ist Ihre Adresse, ne? Das ist meine Adresse. Alles klar, geht dann. Genau, super. Ganz herzlichen Dank. Bitte, bitte. Toll, toll gemacht. Ja. Machen Sie weiter so. Ja, mache ich auf alle Fälle. Euch noch ein kleines Beispiel zu geben, was der Förderverein so genau macht, um den Kindern die Behandlung in der Klinik ein bisschen zu erleichtern, gebe ich euch ein kleines Beispiel, wo ich darauf aufmerksam geworden bin, als ich vor Ort war. Da lag ein Prospekt rum, da steht Mutperlen drauf und ich dachte mir, was sind Mutperlen? Das sind halt Mutperlen. Was es damit genau auf sich hat, erklärt euch im folgenden Clip die Frau Bode nochmal. Die Mutperlen sind ein nationales Projekt tatsächlich. Sie werden inzwischen verkauft von der Kinderkrebsstiftung und wir kaufen eine ganze Menge auf, um sie den Kindern anbieten zu können, die auf der Station behandelt werden. Für jede Situation bekommt das Kind eine Perle, für jede Aktion, zum Beispiel fürs Pieksen oder für Blutabnahmen, für mehrfaches Pieksen, für Chemotherapie und zum Beispiel, wenn die Haare ausgehen, bekommen sie so ein Käppi und so weiter. Das hilft den Kindern eigentlich, so Struktur in ihren Behandlungsverlauf zu bringen. Und sie können es zeigen. Sie können es zu Hause zeigen, sie können es ihren Freunden zeigen, ihren Geschwistern zeigen. Und haben etwas in der Hand über diesen ganzen Verlauf der Erkrankung, der ja für viele auch sehr traumatisch ist. Und wenn man das dann zu Hause in der Hand hat, diese ganze Geschichte, dann kann man auch stolz sein. Diese Aktion mit den Mutperlen finden wir besonders schön, ist mir besonders nahe gegangen. Man merkt eben, dass es dann doch ganz kleine Sachen sind, die so eine schwere Krankheit wie Krebs irgendwie den Kindern auch verschönern kann. Ich habe dann eine ganze Menge an diesem Tag über die Deutsche Kinderkrebsstiftung und über das, was diese ganze riesige Vereinsstruktur, die dahinter steckt, so macht. Und war beeindruckt. Es ist toll zu wissen, dass es sowas in Deutschland gibt und dass diesen Kindern halt über sämtliche Wege geholfen wird. Und ganz besonders ist es schön zu wissen, dass es eben auch YouTuber, Let's Player gibt, die eigentlich für ihren Spaß spielen, aber eben dadurch auch etwas Schönes, Gutes tun und solche Aktionen unterstützen und solche Vereine unterstützen. Die große Aktion mit den 1 Million Kilometer für einen guten Zweck von John Myers läuft natürlich immer weiter. Er wird damit nicht aufhören. Er hat bisher, wie er schon gesagt hat, ca. 60.000 Kilometer geschafft. Da ist noch einiges zu tun. Die offizielle Übergabe dann an die Deutsche Kinderkrebsstiftung der gesammelten Spenden aus dieser laufenden Aktion wird dann auf der Gamescom 2015 stattfinden und wir von Simovel sind natürlich wieder live vor Ort und berichten darüber. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und bis bald.